one month.
Wir haben zweimal alle.
Guten Abend. Wow, guten Abend. Freut mich, euch alle hier zu sehen. Herzlich willkommen zu dieser allgemeinen Jugendstunde. Muy buenas noches. Muy bienvenidos a este culto de jóvenes. Si alguien necesita traducción, puede levantar su mano y se le va a acercar un auricular para la traducción. Sí, porque el culto de hoy se va a hacer en alemán. Muchas gracias. So, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Wow, totalmente überrascht. Wenn Leute noch Raum brauchen, oben auf dem Balkon ist auch noch. Super, kommen noch mehr Leute. Sehr schön. Ja, auch herzlich willkommen, Maria und Arnold Epp, das ganze Team. Dankeschön. Danke für all diesen Aufwand, den ihr gemacht habt, um bis hier zu kommen. Ja, freut mich. Ich möchte zum Anfang noch einmal beten und dann machen wir weiter. Vater im Himmel, danke schön, danke für diesen Abend, danke, dass du so gut bist. Danke auch, dass wir dieses Privileg haben, dass wir diese Gelegenheit haben, ein Zeugnis von deiner Dienerin zu hören, die einfach gehorsam ist. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du alles Störende wegnimmst heute und dass dein Geist ganz klar zu unseren Herzen sprichst. Und ja, gib Maria die richtigen Worte, die uns dann in den Herzen treffen. Danke Gott für diese allgemeine Jugendstunde. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns hilfst, dass wir uns können voll und ganz einfach auf dich einlassen heute. Auf das, was du uns heute sagen möchtest. Alles, was in unserem Kopf dreht, alles, was im Alltag, was Sorgen sind, dass wir es einfach alles zurücklassen können, dass wir alles das bei dir abgeben können und uns einfach voll und ganz auf das konzentrieren können, was du uns heute sagen möchtest. Und Herr, ich bitte dich einfach, dass wir ja, verändert aus diesem Raum nachher rausgehen. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. So, noch einmal kurz ein paar Infos. Badezimmer, Baños sind von mir aus links. Die meisten wissen das bestimmt. Dann nachher beim Rausgehen, da seht, vielleicht habt ihr auch schon zum Reingehen das gesehen, da ist ein Tisch, da ist ein Kollektekasten, da sind auch Transferencias, da könnt ihr gerne Transferencias machen, das geht für die Deckung der Unkosten, damit die Leute, die Maria Prea und das ganze Team eingeladen haben für diese ganze Tour, dass sie nicht alleine mit den Kosten hängen bleiben. Nur darum geht das, einfach um die Kosten zu decken. Genau, dann möchte ich jetzt Arnold Epp einladen, dass er Maria Prean vorstellt. Hier ist das. Hallo, hallo. Wow. Was sagst du? Hier vorne ist noch Platz. Hier vorne ist Platz, alles zu sehen, alles zu hören. Was wollt ihr heute hören? Nichts. Was wollt ihr heute hören? Wer hat Gott erlebt? Wer hat schon ein Wunder erlebt? Wow, das ist anders. Wow, hier steht das Wunder vor uns. Ein Fräulein. Nur 85 Jahre, jung und stark, wir kommen es fast nicht nach. Das ist, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt und so wie sie auf Maria gekommen ist, Mama Maria, dann geht was ab, was wir nicht mehr kontrollieren können, aber was herrlich und schön ist. Ich habe es dürfen erleben in meiner Jugend und das war für mich ein Anfang, ein Vorher und Nachher. Nachher gab es nur noch Baby, gib Gas. Und viele Leute sind zu Jesus gekommen. Und ich habe das Vorrecht, dass so eine besondere Leute sich dann immer wieder anmelden. Und Maria hat uns angerufen, wo wir eine Nachricht brauchten und eine Bestätigung von Gott, dass das, was wir neu anfangen, ein großes Projekt, dass das von Gott kommt. Weil ich immer noch den Thomas in mir habe und ich brauchte diese Bestätigung. Und wir haben immer wieder gekämpft, ist es, weil das wurde immer teurer, immer größer und das kostete. Und ja, und dann auf einmal, wie vom heiteren Himmel,
passierte das Wunder, dass ich meinen Handy einen Namen sah, Maria Prean ruft an. Und sie sagte mir, das, was Gott dich aufs Herz gelegt hat, sie wusste das nicht, nur der Herr Gott wusste das, er hat es mir aufs Herz gelegt, das ist von ihm. Amen, das darfst du lesen. Und er hat es bestätigt, sie hat es bestätigt. Und wenn er das ruft, er ist der Versorger, er ist ein treuer Versorger. Und ich habe großes Abenteuer mit meinem dreieinigen Gott erlebt. Und besonders, wenn ich ihm die Türe komplett aufmache, dann macht er die Fenster des Himmels auf und dann kommt's. Und dann, was muss dann geschehen? Gott möchte dich hundertprozentig auf seiner Seite haben. Amen. Es gibt eine Exklusivbeziehung, ihr Lieben, es gibt mehrere, aber eine, die betrifft euch alle noch und mich auch jeden Tag. Gott ist nicht zufrieden mit ein paar Gebeten, mit 10 Minuten Bibellesen in der Früh. Er möchte dich hundertprozentig den ganzen Tag begleiten dürfen. Halleluja. Amen. Und denkt nur nicht da draußen, was will uns diese alte Schachtel sagen. Ich bin sehr jung in meinem Herzen. Ich habe viele, tausende Kinder in eurem Alter in Afrika. Und wenn im Kindergarten ein großes Fest ist, dann bin ich die Hauptsprecherin, weil ich die Kinder so gut verstehe. Wisst ihr, ich bin ein Kind geworden. Der Herr sagt, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Und Kinder vertrauen ohne Hintergedanken. Habt ihr schon einmal gehört, wie ein Kind beim Frühstück sagt, Mama, kriege ich aber schon auch ein Mittagessen? Wirst du nie hören. Ein Kind weiß, ich werde versorgt. Ich sollte Maria nur vorstellen noch nur. Also hier seht ihr, Maria ist Mutter von 18.000 Kindern. Sie hat Großkinderheime, sie kochen im Programm, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat, wo sie staunend dabei steht, weil sie war gehorsam für 10.000 Leute jeden Tag. Könnt ihr das vorstellen? Dreimal am Tag. Wenn ihr schaut, was Vision für Afrika ist, eben hat es gelaufen. Kannst du es bitte noch einmal kurz laufen lassen? Gleich kommt die Band noch, die wollen noch für uns. Ja. Okay. Das ist die Hand meines verstorbenen Sohnes und meine Schwarz und Weiß helfen Afrika. Das ist unser Gebetsberg. Das ist eine große Volksschule. Also wir haben 5 Headquarters. Das ist unser Gebetsberg mit Blick auf den See Victoria. Ich habe über 400 große Gebäude schon gebaut und 18.000 Kindern durften wir jetzt schon eine Schulausbildung geben. Das sind schon 8.000 sind schon fertig. Wir haben eine große IT-Station. Ja, das ist unsere Volksschule. Ja, habe ich 2 Schwimmbäder gebaut. Weil Gott mir gesagt hat, er soll Schwimmbäder bauen. Dann sind meine Mitarbeiter gekommen, Mama, das kannst du nicht machen. Wir können nicht schwimmen. Und wenn uns einer nicht mag, haut er uns da rein. Bau kein Schwimmbad. Ich sage, ihr Lieben, Gott hat schon das Geld gegeben. Der Plan ist da, der Baumeister ist da, das Grundstück ist da. Wir bauen Schwimmbäder. Und ich gebe euch Schwimmstunden von 10 bis 11 nachts. Einige sind gekommen, aber alle unsere Kinder vom Kindergarten an können jetzt schwimmen. Amen. Uganda hat ganz viel Wasser, den zweitgrößten Süßwassersee der Welt, See Victoria, den Nil. Wir haben unwahrscheinlich große Seen und unsere Fischer ertrinken, wenn das Boot kentert, weil sie nicht schwimmen können. Furchtbar. Und ich sage, Schwimmen ist Nummer 1 in diesem Land, wo so viel Wasser ist. Und jetzt können Tausende schon schwimmen. Das sind unsere Kinderhäuser. Immer eine Mutter mit 8 bis 10. Das ist jetzt ein Brunnen im höchsten Norden, ist wieder der Gebetsberg. Da habe ich gerade ein großes Krankenhaus gebaut, das werdet ihr gleich sehen. Das heißt, ich habe es nicht gebaut, ich habe es in Auftrag gegeben.
Meine Mitarbeiter haben es gebaut. Und das ist jetzt im höchsten Norden von Uganda. Eine große Volksschule, ein Kindergarten und ein Dorf für alte Menschen. Und das ist jetzt eine Mittelschule, die wir gebaut haben, die aber immer noch im Bau ist. Da werden, wenn sie fertig ist, werden 3.600 Kinder dort sein. Jetzt sind über 2.000 dort. Und alle wissen sie, dass sie Reich Gottes Bürger sind. Das zweite da hinten, da unten, das ist jetzt dann fertig in 2 Monaten. Und all diese Gebäude zeigt mir Gott in einer Vision. Ich träume davon. Dann habe ich ganz stümperhafte Aufzeichnungen und gehe zu meinem Architekten, der ist 25 Jahre, ein ganz junger, sagt er, Mama, hast du wieder Audienz gehabt? Ha? Sage ich, jawohl, jetzt musst du das so umsetzen, dass wir das bei den Behörden geben können. Der macht das immer sehr gut. Und das sind jetzt die Kinder in der Mittelschule, 1200. Die wissen alle, dass sie Reich Gottes Bürger sind, Nachfolger Jesu Christi, Jünger Jesu Christi. Und das ist meine rechte Hand. Der wurde vorletzte Woche gefragt, mit dem arbeite ich schon 15 Jahre. Das ist jetzt unsere große Halle in der Mittelschule. Daneben sind die Schlafräume für die Mädchen. Es ist der Innenhof von den Schlafräumen für die Mädchen. Ja, mein Mitarbeiter wurde gefragt, wie schafft ihr das? So ein großes Werk. Über 1500 Mitarbeiter, 800 Kilometer entfernt sind die Werke. Da sagt er, ich habe keine Ahnung. Das ist meine rechte Hand. Habe ich gesagt, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche gesagt. Gott ist in Kontrolle dieses Werkes. Das ist in Karamoja drum. Im äußersten Norden von Uganda. Und zwar sind dort nur Viehzüchter, die sind von Äthiopien heruntergekommen. Ja. Und da haben wir jetzt eine Volksschule gebaut für 700 Kinder, einen großen Kindergarten. Das ist die Volksschule, links oben haben wir unsere Wohnräume, rechts ist der Kindergarten. Ja. Und das sind meine besten Gebetspartner. Da haben wir ein Dorf gebaut für alte Menschen, die krank waren. Und die sind alle schon gesund und wir tanzen miteinander. Und die beten für mich und das sind meine allerliebsten und allertreuesten Gebetspartner. All diese Kinder kommen von extrem armen Familien. Das ist die Schule für 700 Volksschüler, die ist schon fertig jetzt, die ist schon in Betrieb. Super. Ja, mach mal Schluss. Ja, ich freue mich, ihr werdet das hören und wenn ihr daran denkt, was Gott kann, das ist von einer Person, die hat mit 60 ist sie berufen worden. Und ihr seid wie viel? Wie viel mehr könnt ihr tun, wenn ihr den Geist Gottes wirken lasst durch euch? Also sie hat bis jetzt 25 Jahre gehorcht jeden Morgen, was der Herr ihr aufs Herz gelegt hat. Wenn ihr ab heute Abend horcht, was der Herr euch aufs Herz legt, dann glaube ich, ist dieses Projekt klein. Weil der Herr hat Großes und er will Leute, die Ja sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Die Band, bitteschön, die Band. Ihr dürft gerne aufstehen. Ganz nah an seinem Herzen.
zufrieden ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Ja, mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Egal wie Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen.
werde mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Aufstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Ganz laut, alle zusammen. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Aufstand. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist der Größte. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er siegt in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Ja, mein Gott ist asombroso y santo es, soberano es el y venga, con poder y amor nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso y santo es, soberano es el y venga, con poder y amor nuestro Dios asombroso es. Asombroso y santo es, soberano es el y reina, con poder y amor nuestro Dios asombroso es. Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der herrscht vom Himmel herab mit Reich, sein Himmel und Reich.
mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab mit Wort. Halt, Liebe und Kraft, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Ja, zum Einstieg möchte ich einmal, damit wir die richtige Atmosphäre kriegen, dass ihr zueinander sagt, immer zwei miteinander oder drei, du bist der Traum in Gottes Herzen. Sagt es einander. Amen. Wer glaubt es? Wunderbar. Weil wenn ihr nicht glaubt, dann rede ich hier umsonst. Dann sagt euch noch gegenseitig, du und ich, wir sind das Potenzial in der Hand Gottes. Amen. Und jetzt lese ich euch eine Geschichte vor aus einem meiner Bücher. Das Buch heißt, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen. Stirb nicht als Kopie. Lebe als Königskind. Sag deinem Nachbarn, lebe als Königskind. Unsere irdischen Väter haben uns irdisches Leben gegeben. Aber wir haben einen himmlischen Vater, der hat uns zu Königskindern gemacht. Amen. Und jetzt möchte ich euch da eine Geschichte vorlesen, die mich sehr berührt hat. Wir alle sind berufene Königskinder, denn der wirkliche Vater und Erzeuger von einem jeden von uns ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er hat jeden von uns als wunderbares Original geschaffen. Keiner von uns ist ein Unfall oder ein Problem, sondern ein wunderbarer, schöpferischer Gedanke Gottes. Viele von uns sind jedoch schon im frühen Jahren, manchmal schon im Mutterleib, dieser Identität beraubt worden. Durch Menschen, die Gott nicht kannten oder durch Umstände, die sie Lügen über sich haben glauben lassen. Unser Selbstbild basiert vorwiegend auf unseren vergangenen Erfahrungen, unserer Familie, unseren Freunden, der Gesellschaft etc. Menschen, die eine Autoritätsposition in unserem Leben eingenommen haben, wie Eltern, Großeltern, ältere Geschwister, Lehrer, Pastoren, tragen sehr viel zum Entstehen eines positiven oder negativen Selbstbildes in uns bei. Wir neigen auch oft dazu, uns selbst durch die Brille anderer hindurch zu sehen und uns aufgrund ihrer offensichtlichen Schlussfolgerungen zu beurteilen. Wir denken dann über uns selbst, wie wir denken, dass andere über uns denken. Das bringt in der Regel einen Minderwertigkeitskomplex hervor. Doch in dem Moment, wenn jemand durch seine Lebensübergabe an Jesus Christus durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wird und anfängt, sich selbst durch die Augen Jesu Christi zu sehen, fängt ein neues Leben an. Amen. Vor vielen Jahren hat mir eine Seelsorgerin, die erkannte, welch schlechtes Selbstbild ich hatte, die Aufgabe gestellt, dass ich jeden Morgen, bevor ich mich wasche oder kämme, in den Spiegel schaue und proklamiere laut: Herr, du musst einen wunderbaren Tag gehabt haben, als du mich erschaffen hast. Ich war gehorsam und tat es. Aber nach 3 Tagen hatte ich den Eindruck, dass das eine blanke Lüge ist. Ich spürte, wie sich alles in mir gegen diese Aussage wehrt und sich ein Klumpen in meinem Magen formte. Ich ging zu der lieben Frau, die es gut meinte mit mir,
und sagte, diese Übung habe ich probiert, aber es funktioniert bei mir nicht. Mir wird dabei fast schlecht, wenn ich diese Worte ausspreche. Sie meinte liebevoll, leider hast du diese Lüge jetzt schon so viele Jahre geglaubt, dass du die Wahrheit nicht mehr fassen kannst. Mach es trotzdem jeden Tag weiter. Heute schaue ich in den Spiegel und sage voller Freude, Papa, du musst eine Wucht von einem Tag gehabt haben, als du mich erschaffen hast. Und wisst ihr was? Inzwischen brauche ich gar keinen Spiegel mehr. Und das soll bei dir genauso kommen. Es gibt die Geschichte, und diese Geschichte hat mich sehr bewegt, vom bettelnden Königssohn, die ich vor Jahren irgendwo gelesen habe. Sie hat mir die Augen geöffnet und mir sehr geholfen, meinen Weg langsam, aber sicher zurück in den Königspalast zu finden. Ich durfte erfahren, dass ich nicht das Ergebnis meiner natürlichen Herkunft, meiner Familie, meiner Erziehung, meiner Erfahrungen bleiben muss, sondern dass es meine ursprüngliche Bestimmung ist, ein Königssinn zu sein. Ein großer König bekam eines Tages einen lang ersehnten Sohn, seinen Thronerben. Das Baby trug ein auffälliges rotes Muttermal am Arm, war aber ansonsten ganz gesund. Kurz darauf, das Baby war noch sehr klein, ging das Kind während eines Unfalls bei einer winterlichen Schlittenfahrt in der Nacht verloren. Der Schlitten blieb in einer großen Wurzel hängen und kippte in eine Schneewehe. Der ohnmächtige König und seine Frau wurden schnellstens geborgen und ins nächste Dorf gebracht. Doch das Baby konnte nicht gefunden werden. Auch als die Diener des Königs am nächsten Tag zurückkamen, um nach ihm zu suchen. Was war geschehen? Eine Räuberbande war kurz nach dem Abtransport des Königs vorbeigekommen, hatte das Kind schreien gehört und aus der Schneewehe geborgen. Zwar bemerkten sie die schönen Kleider des Kindes, die aus kostbaren Stoffen gemacht und mit Insignien versehen waren, konnten aber nicht lesen, weshalb sie die Kleider verkauften und das Kind mit sich in ihre Höhle nahmen. Der König und seine Gemahlin waren außer sich vor Sorge. Kummer und Schmerz waren wegen ihres Verlustes und schickten täglich Boten in das ganze Land und auch über seine Grenzen hinaus, um einen Jungen mit einem Feuermal am Arm zu suchen, ihren Sohn. Viele Tage, Wochen, Monate, Jahre vergingen, ohne dass das Kind gefunden wurde. Während dieser Zeit wuchs der Junge unter den Räubern heran, mit Schmutz und Lumpen, mit Ratten und Flöhen und Läusen. Er lernte zu betteln, zu lügen und zu betrügen, zu fluchen und auch zu stehlen. Als Räuber lebte er unter den Räubern bis zu jenem denkwürdigen Tag, als ihn die Boten des Königs fanden. Bereits zum zweiten Mal war der Junge beim Stehlen erwischt worden. Weil darauf die Todesstrafe stand, hatte man ihn auf den Marktplatz geführt und ihm den Strick um den Hals gelegt, um ihn zu hängen. Doch da trafen die königlichen Boten ein und entdeckten das Feuermal auf dem entblößten Arm des Kindes. Sie schritten sofort ein, befreiten den Jungen und nahmen ihn mit zum König und seiner Gemahlin. Der Räuberjunge hatte riesige Angst, dass nun noch Schlimmeres auf ihn zukommen würde, etwa Tod durch Foltern. Als die Boten ihm aber die frohe Botschaft überbrachten, dass er der verlorene und lang gesuchte Sohn des Königs und seiner Gemahlin war, hielt er es für einen grausamen Scherz. Er war doch nur ein armseliger und verachtenswürdiger Bettler. Tatsächlich versuchte er mehrmals vergeblich, aus der Kutsche zu springen, um zu entkommen. Seine Verwirrung wurde noch größer, als er im Schloss angekommen, vom König und seiner Gemahlin überglücklich in die Arme geschlossen wurde. Es keimte der Verdacht in ihm, dass es sich um eine entsetzliche Verwechslung handeln müsse. Als er dann in einem Spiegel vorbeikam, schien alles mehr denn je ein Hohn zu sein. So sah etwa so ein Königssohn aus, in Lumpen gekleidet, schmutzig und unangenehm riechend, verlaust und in gebückter und unterwürfiger Haltung. Man kann sich leicht vorstellen, dass er in der ersten Nacht versuchte,
das Schloss durch ein Fenster zu verlassen, um zu fliehen. Und dass er einige Dinge aus Gewohnheit mitgehen ließ, sich dabei aber ironischerweise selbst bestahl. Es wäre kein Wunder, wenn er noch einige Zeit unter heimlicher Todesfurcht zu leiden gehabt hätte, wenn er sich in seinen neuen Kleidern absolut lächerlich gefühlt und immer wieder eine große Abneigung gegen die Badewanne hätte überwinden müssen. Ohne sich alle Herausforderungen und Umstände im Einzelnen auszumalen, wird jeder erahnen können, was auf den jungen Räuber in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren zukam. Er musste der werden, der er eigentlich war, der Sohn des Königs und der zukünftige Regent des Landes. Man wird sich auch vorstellen können, welche herausfordernden Aufgabe die Diener des Königs gegenüberstanden, als sie den Königssohn in die verschiedenen Bereiche seines Erbes einführen mussten. Es brauchte seine Zeit, bis sich der ehemalige Bettler seiner königlichen Natur entsprechend benahm. Und es dauerte noch länger, bis er tatsächlich wie der Erbe des Reiches dachte und sich auch so fühlte. Wahrscheinlich erlebte er auch ab und zu einen Rückfall in sein altes Räuberleben und musste dann wieder neu besinnen. Dieser Wachstumsprozess in die Wahrheit hinein, die ihn von all den Lügen befreite, die er bisher über sich geglaubt hatte, wird von verschiedenen Faktoren begünstigt oder erschwert sein. Zum einen spielte die Zeit eine Rolle, die der Königssohn als Bettler und Dieb gelebt hatte. Je mehr Zeit vergeht, desto tiefer sitzt die falsche Identität. Etwas anderes hatte diesen Prozess allerdings ein noch größeres Gewicht. Die Frage, welche Bedeutung der Sohn seinen eigenen Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen beimaß und welche Bedeutung demgegenüber die Aussagen des Königs und der Dienerschaft für ihn hatten. Der Prozess wird sehr begünstigt worden sein, wenn er sich dazu entschlossen hat, den Worten des Königs absolute Priorität und Glaubwürdigkeit einzuräumen und davon ausgegangen ist, dass seine eigenen Informationen über sich keinen großen Wahrheitsgehalt aufwiesen. In jedem Fall erwartete den bettelnden Königssohn nach seiner Rückkehr an den Hof ein Kampf. Ein Kampf zwischen verschiedenen und widersprüchlichen Informationen. Und vom Verlauf dieses Kampfes war abhängig, inwieweit er in der Lage sein würde, später das Reich zu regieren, denn als Räuber würde er nicht dazu in der Lage sein. Was der Königssohn erlebte, entspricht der Natur des Kampfes um das Reich Gottes, das schon längst da, aber gleichzeitig vielfach noch nicht zu sehen ist. Gott ist König über den Himmel, die Erde und die Hölle. Aber die wenigsten Menschen benehmen sich dieser Tatsache entsprechend. Diese Geschichte macht uns klar, welchen Kampf jeder von uns antritt, der sich bekehrt. So wird das Feuermal den Räuber so zeichnet, so wie das Feuermal den Räuber so zeichnet, das Blut Jesu Christi den Christen aus. Und dennoch braucht es oft geraume Zeit, bis wir persönlich verstehen und erkennen, wer wir in Christus sind. Diese Herausforderung, denen sich der junge Thronfolger gegenüber sah, entsprechen denen, die auf einen Menschen zukommen, der von Gott erlöst wurde. Wir werden die Werke Gottes nur in dem Ausmaß antreten können, wie wir erkennen und glauben, wer wir in Jesus Christus und seinem vollendeten Erlösungswerk sind. Der König des Himmels, übrigens der beste Vater der Welt, sagt seinen Kindern, dass sie geliebt, geheiligt und befreit sind. Aber die wenigsten Kinder fühlen und erleben sich so. Sie schauen in den Spiegel, um die neue Kreatur, die neue Schöpfung zu entdecken, aber sie finden sie dort nicht. Als nächstes ziehen sie ihr Verhalten, ihre Gefühle und alles mögliche andere hinzu, um vielleicht dazu abzuleiten, wie königlich sie sind. Dabei vergessen sie jedoch, dass man im Himmel und auf Erden und auf der ganzen Welt nur durch eine fundamentale, unabänderliche Tatsache königlich wird, zwar durch eine Geburt. Und so müssen viele Christen erst mühsam lernen,
sich selbst von ihrer Geburt in Jesus Christus und den fundamentalen biblischen Aussagen über abzuleiten. Die meisten Christen haben damit ein Problem. Sie machen es nämlich genau falsch herum. Sie schauen in verschiedene Arten von Spiegeln, betrachten sich selbst, ihre Eigenschaften und besonders die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, und leiten davon ihre Identität ab. Die ist dann nur in den seltensten Fällen königlich. Der richtige Weg jedoch ist es, anzufangen, sich in seiner neuen Identität als Königskind zu sehen und daraus dann die Aufgaben und Eigenschaften zu schließen, die damit einhergehen. Amen. Jesaja 43, 18 und 19 heißt es: Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg in der Wüste und lasse Flüsse in der Einöde fließen. Amen. Und hier sitzen einige, die haben eine sehr schmerzhafte Vergangenheit. Die wurden missbraucht, geistig, seelisch, sexuell. Die wurden vernachlässigt, nicht alle bitte, aber ein paar sind da, vernachlässigt. Die wurden schon bei der Geburt verlassen, jetzt sind sie adoptiert. Die haben so viele Botschaften bekommen. Zum Beispiel, mein Vater hat sich bei meiner Geburt betrunken, weil ich nur ein Mädchen war. Er wollte unbedingt einen Sohn. Der zweite war Gott sei Dank einen Sohn, da hat er sich noch einmal betrunken, aber als Freude, dass er jetzt einen Sohn hat. Jahrelang habe ich gedacht, ich bin nur eine Frau. Was kann Gott schon mit mir anfangen? Die Männer haben das Sagen. Wir sollen sogar schweigen in der Kirche. Und dann hat Gott mich gerufen zu predigen und sage, Herr, das kannst du nicht machen. Ich bin nur eine Frau. Ich soll aufräumen, putzen, die Sessel zurechtrücken, aber ich darf nicht predigen. Sagt der Herr zu mir, Maria, ich habe schon durch Esel gesprochen. Das war ein absoluter Knüller für mich. Wenn Gott durch Esel sprechen kann, kann er durch Frauen sprechen. Ich möchte er freisetzen, Gott hätte uns nie so ein gutes Mundwerk gegeben. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Amen. Macht den Mund auf und sprecht Worte des Lebens. Amen. Zu euch selbst und zu anderen. Amen. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber keine Theologin. Ich habe nicht Theologie studiert. Und dann hat er gesagt, das brauchst du nicht studieren, das heißt eh Theolog. Was soll ich dann? Habt ihr es kapiert? Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich dann machen? Dann hat er gesagt, das Gleiche wie ich. Ich war auch kein Theolog, hat der Herr zu mir gesagt. Ja, was hast du gemacht? Geschichten erzählen. Und jetzt erzähle ich sehr viele Geschichten von meinem Leben. Und die sprechen oft lauter wie was anderes. Amen. Und ihr könnt euch sagen, also wenn ich euch alle Geschichten erzähle, in meinem Leben sitzen wir morgen in der Früh noch da. Mein Leben ist eine Geschichte Gottes. Und ich hatte keine leichte, schöne Jugend. Ich wurde geboren vor dem Zweiten Weltkrieg in Österreich. Und da waren Bomben, da waren Angriffe, da waren Verzweiflung, da war Hunger, da war Laufen. Wir haben nie gewusst, ob wir morgen noch überleben oder heute. Noch mit 10 Jahren, wenn ich ein Flugzeug gehört habe, habe ich so gezittert, weil das war für mich immer Töten, Bomben fallen. Und mit 10 Jahren hat Gott mir eine Offenbarung, mit 7 Jahren bei der Erstkommunion, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, ja, nicht viel Unterschied von den Mennoniten, Religion pur, aber da hatten wir einen Priester, der uns für die Erstkommunion vorbereitet hat. Und der war krank, aber er kannte Jesus. Er konnte kaum gehen, hat solche Beine gehabt. Aber der hat gesagt, ihr Kinder, Jesus wollte nie in einer Kirche leben, in einem Gebäude.
Der will in euren Herzen leben. Wow, das war für mich eine Offenbarung. Ich konnte nicht warten bis zu dem Tag, wo ich Jesus in der Erstkommunion als meinen Erlöser aufnehmen konnte, in mein Herz. Und ich habe ihn aufgenommen. Und er hat mich die ganzen Jahrzehnte nie verlassen. Er will in dir und in mir wohnen und durch uns leben. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt auf dieser Erde. Ihr seid ein Licht in einer verkehrten Gesellschaft. Leuchtet. Leuchtet und nehmt eure Position ein. Denn der Herr wird euch mächtig verwenden. Ich glaube, jetzt kommt die Zeit, wo Gott junge Menschen verwenden wird. Die Alten lassen sich nicht mehr gern verändern, wisst ihr. Ja, ich schon. Jeden Tag bin ich bereit, dass der Herr mich wieder ein Stück weiterbringt in seinen Ordnungen. Aber Gott wird euch mächtig verwenden. Wer will von Gott verwendet werden? Paraguay wird nie mehr dasselbe sein, wenn Gott euch freisetzt. Und Gott hat so große Pläne für euch, dass ihr es nie glauben würdet, was Gott mit jedem von euch vorhat im Himmel. Wir beten doch laufend im Vater unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wer fragt schon jeden Tag, was Gott im Himmel tut? Wir kommen aus dem Kirchengebäude raus und sagen: Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Passt das zusammen? Die zwei beißen sich. Amen. Wir sollen das tun, was Gott im Himmel vorbereitet hat. Jetzt kommt die Zeit. Wir haben jetzt jahrhundertelang gelebt. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Jetzt kommt die Zeit eines totalen Umdenkens. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Jesus möchte in dir, durch dich, mit dir leben. In intimer, inniger Liebesgemeinschaft. Amen. Gott nötig zu haben, jede Sekunde deines Lebens, ist die größte Reife eines Christen. Nicht alleine. Wer von euch war schon verliebt? Halleluja. Ein paar waren zu feige, um es zu zeigen. Ich habe meinen Bruder mal gefragt: Wann hast du dich das erste Mal verliebt? Dann hat er gesagt: Im Kinderwagen. Halleluja. Und wenn wir verliebt sind, dann ist da eine besondere Bindung und Beziehung zu der Person, mit der wir verliebt sind, oder? Oder? Ja. Dann können wir sogar mit der Person reden, wenn sie gar nicht da ist. Im Herzen. Amen. Und Gott möchte so mit dir verbunden sein, dass er mit dir jeden Augenblick reden kann und dir seine Pläne offenbaren kann und dich warnen kann und dich, ja, und dich in großer Liebe führen kann. Amen. Und ich möchte euch jetzt von ein paar jungen Leuten erzählen. Wisst ihr, Gott liebt es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Bruder liebt es. Je älter man wird, umso schwieriger hat das mit uns. Aber jetzt möchte ich euch von ein paar Leuten erzählen, die Gott enorm verwendet hat. Also Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Soll ich euch einmal ein paar Helden von der Bibel vorlesen? Wisst ihr, Gott will mit euch Geschichte schreiben, und zwar Apostelgeschichte. Amen. Jetzt lese ich euch einmal Helden aus der Bibel vor. Der Jakob war ein Manipulierer. Der Petrus war ein Feigling. Der David hatte eine Affäre. Der Noah hat sich betrunken. Der Jona rannte weg von Gott. Mose stotterte und war impulsiv. Paulus war ein Mörder. Gideon war unsicher. Miriam war eine Schwätzerin.
Martha machte sich um alles Sorgen. Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Zachäus war klein. Abraham war alt. Und Lazarus war tot. Das sind die Helden der Bibel. Kannst du dort deinen Namen drunter schreiben? Kannst du? Jawohl. Er hat kein anderes Material wie dich und mich. Amen. Er kann nur uns verwenden. Wisst ihr, wie Gott mich nach Afrika gerufen hat und gesagt, Herr, wieso hast denn du mich auserwählt, so etwas Großes aufzubauen? Dann hat er gesagt, du warst auch nicht meine erste Wahl. Aha, habe ich gesagt, das verstehe ich gut. Die wievielte war ich denn? Die dritte. Ja, aber ich hätte mich auch als dritte Wahl nicht gewählt. Dann habe ich gesagt, was ist mit den anderen beiden passiert, die vor mir gewählt waren? Ja, die haben nicht gehorcht. Ich habe sie gerufen. Das war für sie eine unmögliche Arbeit. Aus Europa nach Afrika, das arme Afrika zu gehen. Mir ist noch nie so gut gegangen in meinem Leben wie in Afrika. Noch nie. Dann habe ich gesagt, aber Herr, warum kannst du mich jetzt so segnen? Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Dann habe ich gesagt, gell, da bin ich zu dumm dazu. Ha? Habe ich ein großes Lächeln gesehen. Gott sucht nicht die Gescheiten. Er sucht die Gehorsamen. Er sucht die, die ihm zur Verfügung stehen. Amen. Ist es schwer, Gott zur Verfügung zu stehen? Einfach zu sagen, also ich habe mit 10 Jahren habe ich dann plötzlich eine Vision bekommen oder eine Offenbarung, dass alle Eltern für ihre Kinder einen Traum haben. Eine gute Vorstellung, ja, was da mal wird aus dem Kind. Da habe ich gesagt, aber Papa im Himmel, du musst doch viel einen besseren Traum haben. Mein Leben war bisher kein guter Traum. Nur Angst und Laufen und Verstecken. Und dann habe ich gesagt, das war nicht gut. Aber ich glaube, du hast für mich einen super guten Traum. Bitte lass mich nicht sterben, bis ich diesen Traum erlebe auf Erden. Und du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Aber, ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und gib mir Freude und Frieden, wie es die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Und dann hat Gott mich auf die Universität geschickt des Heiligen Geistes. Und da kann man nie durchfallen, immer nur wiederholen. Wer weiß, ich habe schon wiederholt. Wer hat schon wiederholt, dass du nicht beim ersten Mal die Botschaft bekommen hast, die Gott dir geben wollte? Sag, Herr, warum muss ich so oft wiederholen? Und er sagt, weil du nie kapierst, was ich dir sagen will. Aber jetzt sage ich euch, sage jedes Mal, Herr, ich will sofort kapieren, was du mir sagen willst. Und es tut er auch. Ich gehe durch keine Erfahrung mehr zweimal. Beim ersten Mal habe ich es kapiert. Ja, und jetzt segnet er mich und segnet er mich und die Leute fragen mich um meine Geheimnisse. Da sage ich, ja, mein Geheimnis ist einfach nur jeden Tag fragen, was der liebe Gott im Himmel vorbereitet hat. Und das auf die Erde herunterholen. Und was Gott da vorbereitet hat, das zahlt er. Und was er anfängt, das macht er fertig. Glaubt ihr mir? Wer glaubt mir? Halleluja. Wir müssen nur wissen, dass er es angeschafft hat. Und da braucht man da herunten Frieden und Freude, die nicht bewegt werden kann. Amen. Ja, ich sag's euch, Gott hat mich dann, ja, und dann kamen ihm viele, viele Vorbereitungen. Gott hat mich durch so viele menschliche Erfahrungen gehen lassen. Ich war Mittelschullehrerin, ich war Kinderdorfmutter, ich habe ein Hotel geleitet, ich war Steuerberaterin, war in England, habe Englisch studiert in Cambridge, habe die Lehramt gemacht für Englisch. Und meine Eltern haben gesagt, du bist so unstet, du springst dauernd herum. Dann habe ich gesagt, nein, das macht der liebe Gott, ich weiß nicht, was der vorhat. Heute brauche ich alles in Afrika, was er mir als Erfahrung gegeben hat. Amen.
Gott wird dich vorbereiten für deine Berufung. Er braucht nämlich einen besonderen Charakter für deine Berufung. Wenn dein Charakter mit deiner Berufung übereinstimmt, dann geht die Post ab, sage ich euch. Aber in der Vorbereitung hat er zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Aber wenn du dann auf der Auffahrt zur Autobahn der Herrlichkeit Gottes bist, dann sagst du, bitte langsam. Da geht die Post ab. Da wird er schnell. Da nimmt er dir das Ruder aus der Hand. Und ihr lieben Männer, wisst ihr, seid schon sehr begabt, logisch, da oben. Sehr begabt. Aber wisst ihr, Logik ist nicht von Gott. Der Baum der Erkenntnis war der, von dem wir nicht essen sollten. Amen. Also Gott hat mir vor einigen Monaten gesagt, ich soll einmal alle logischen Sachen aus der Bibel herausschreiben. Ich habe nichts gefunden. Gott ist so unlogisch. Aber er ist echt, er ist wahrhaftig. Und er prüft vor allem bei den Männern da oben ihre Logik. Wisst ihr, da kann man ablagen. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Und solange das Ablagesystem stimmt, ist der Mann in Ordnung. Wir Frauen sind ganz anders. Wir Frauen sind wie eine Damenhandtasche. Ja? Je tiefer man wühlt, umso mehr kommt heraus. Und ihr viele sind wahrscheinlich noch nicht verheiratet hier, aber ihr Männer, ich muss euch sagen, versucht nicht die Frauen zu verstehen. Die verstehen sich ja selber nicht. Wieso sollt ihr sie dann verstehen? Aber im Nachhinein kann man eine Frau verstehen. Stimmt's, Pastor? Im Nachhinein. Wisst ihr, wir haben da noch einen sechsten Sinn bekommen, ja? Und der sechste Sinn macht für den Mann überhaupt keinen Sinn. Aber das spricht der Heilige Geist. Mein Mann hat immer gesagt, spürst du wieder was in der Gegend? Sag ich, ja. Da sagt er, dann sag mir es doch. Dann habe ich gesagt, ich sag dir es, aber du musst es jetzt prüfen vor Gott. Und was immer du entscheidest, mit dem werde ich mitgehen. Die Ehe ist wunderbar geworden. Und 99% ihr Lieben, hat es gestimmt, was ich da drunten gespürt habe. Amen. Da ist nämlich das Herz. Im Hebräischen sind Eingeweide und Herz das gleiche Wort. Das ist nur eine Pumpe da. Wenn es mir schlecht geht, spüre ich es da unten. Wenn ich Freude habe, spüre ich es da unten. Amen. Das Herz ist da. Und jeder Arzt wird dir bestätigen, wenn du ein reines Herz hast, das ist das reine Gedärme, dann bist du gesund. Der Herr sagt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Amen. Und Gott möchte dich frei machen. Du bist jetzt in einer Vorbereitungszeit, aber das ist keine vergeudete Zeit. Das ist eine Zeit, wo Gott an deinem Charakter arbeitet. Ihr habt alle schon eine extrem große Berufung. Und zwar für die Nationen. Aber jede Berufung braucht einen gewissen Charakter. Auch die Ausbildung im natürlichen Leben. Wenn einer Schuhmacher werden will, macht er halt eine Schuhmacherausbildung. Wenn einer Hirnchirurg werden will, macht er eine medizinische, sehr komplizierte Ausbildung. Ich würde mir aber auch nie von einem Schuhmacher mein Hirn operieren lassen. Oder von einem Hirnchirurgen Schuhe machen lassen. Amen. Gott wird jeden von euch für das, was er für euch vorbereitet hat, genau den richtigen Charakter formen, wenn du ihm erlaubst. Amen. Möchte ich euch über einen kleinen, jungen Mann, den, wisst ihr, der David. Der David war der Jüngste und er hat sogar geschrieben in den Psalmen, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Ich persönlich glaube, David war ein außereheliches Kind. Und wie der große Prophet kam, um den nächsten König zu wählen, haben sie den David gar nicht geholt vom Feld. Der war draußen, den haben sie vergessen. Aber Gott sei Dank, Gott macht keine Fehler. Der Prophet kam, hat an jeden angeschaut und gesagt, na, das sind sie nicht, habt ihr nicht noch jemanden? Ja, den David, der ist draußen am Feld, das war der Jüngste. Holt ihn.
Und der war es. Amen. Der war es. Und der wurde gesalbt als König. Ist er dann gleich auf den Königsthron gekommen? Nein, dann hat die Zubereitung seines Charakters angefangen. Und da lest einmal die Geschichte vom David, was der in der Wüste mitgemacht hat. Und wisst ihr, am besten lernen wir in der Wüste, weil da wird man mit nichts abgelenkt. Also wenn ich in der Wüste bin, sage ich immer, Herr, sprich schnell. Da will ich wieder raus. Wenn er mich in der Nacht aufweckt, sage ich, Herr, sprich schnell, ich will weiterschlafen. Und das tut er dann auch immer. Halleluja. Ihr Lieben, der David, da müsst ihr mal schauen, was der durchgemacht hat. Dem sind die ganzen Verbrecher von der Stadt nachgefolgt und es sind dann die leitenden Menschen geworden. Ich garantiere euch, es braucht sehr viel Mut, ein echter Sünder zu sein. Die größten Sünder werden die besten Heiligen. Jetzt sage ich aber nicht, geht hinaus und sündigt ordentlich, okay? Aber ich habe jahrelang in Gefängnissen gearbeitet und da waren mir die allerliebsten die Todeskandidaten. Das waren Mörder. Sind heute fast alles Pastoren. Gott hat so an ihnen gearbeitet, die haben heute große Gemeinden. Und die können sagen, ich war ein Todeskandidat, aber Jesus hat für mich bezahlt. Und heute bin ich in meiner Berufung. Total unverdient. Aber alles, was Gott uns schenkt, ist unverdient. Amen. Gnade kannst du nicht verdienen. Total unverdient. Gunst kannst du nicht verdienen. Gott möchte dich beschenken wie verrückt. Im Matthäus-Evangelium 6,33. Suche zuerst eine gute Ausbildung. Nicht? Viel Geld. Den heißesten Boyfriend. Die schönste Prinzessin. Suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere müsst ihr euch dann schwer dazu verdienen. Heißt es so? Alles andere wird euch zufallen. Ich werde vor Zufällen fast immer erschlagen. Mir fällt alles vom Himmel zu. Ich bin so ein gesegnetes Weiblein. Weil ich war letztes Jahr, Ende des Jahres, war ich in Indien, habe dort drei Wochen gepredigt. Und wie ich zurückkam, haben mir meine Kinder schon geschrieben, sie kommen mit einer großen Überraschung. Holen die mich mit einem neuen Mercedes vom Flughafen ab? Ich habe gesagt, wem gehört denn das Auto? Mama, das ist dein neues Auto. Wie ich jetzt geflogen bin, habe ich gesagt, verkauft den Wagen. Ich brauche kein Auto, um eine Identität zu bekommen. Ich will mit dem Auto nicht herumfahren. Die Leute glauben, ich verschwende das Geld von der Mission für einen Mercedes. Ich brauche nur ein Auto, das mich dorthin bringt, wo ich hin muss. Wie es ausschaut, welche Marke, ist mir schnurzegal. Und das wird jetzt verkauft. Ich bin super glücklich. Nämlich schon die ersten drei Wochen habe ich es nur gestreichelt. Ich bin keine Stunde gefahren. Mit so einem Angeberwagen kann ich nicht fahren. Das braucht der Herr Jesus nicht. Amen. Die haben es gut gemeint, aber sehr schlecht getroffen. Amen. Ihr Lieben, deine Identität kann in nichts vollwertig sein, außer in dem, was Jesus Christus für dich getan hat. Amen. Nicht, was du kannst oder nicht kannst, was du tust oder nicht tust, zu wem du gehörst oder nicht gehörst, was du besitzt oder nicht besitzt. Das sind alles Sandkisten. Amen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn du dich einlässt auf diesen Plan, und übrigens, der fängt nicht an, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast, sondern der fängt heute abends an, wenn ihr nach Hause geht. Dass ihr einander ermutigt, dass ihr aufbaut, dass ihr helft. Dass ihr die Situationen erkennt, die Gott euch jeden Tag vorbereitet, um ein Segen zu sein. Amen. Bitte wartet nicht, bis ihr eine Berufung bekommt, zum Nordpol zu predigen oder so. Da wollte ich hin, statt nach Afrika. Weil ich gesagt habe, nach Afrika gehe ich nicht, weil die Farbe, die hat so viel Schmerz bereitet den Afrikanern. Ich gehe nicht hin.
Ich sage, Vater, kannst du mich nach China schicken oder auf den Nordpol? Dann hat er gesagt, ich schicke dich nach Afrika als Segen. Dann habe ich gesagt, das klingt nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht mehr als Weiße gelte in Afrika. Mein Name heißt, das ist unsere schwarze Mutter mit der weißen Haut. Halleluja. Ich habe einen Nicknamen bekommen, der heißt Mama Afrika. Und ich liebe diesen Namen. Ich würde sofort die Farbe, ihre Farbe würde ich sofort nehmen, aber nicht die Haare. Das ist eine Katastrophe. Ich habe Kinder mit solchen Haaren. Das ist furchtbar. Ja, aber wisst ihr, Gott hat eine Berufung für dich, die weit dein Vorstellungsvermögen übersteigt. Wenn mir jemand, wo ich so 30 war, prophezeit hätte, was Gott mit mir vorhat, hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet. Das kann Gott mit mir nie machen. Wenn Gott es mir gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich in den Busch nach Australien geflüchtet, zu den Ureinwohnern. Wahrscheinlich hätte mich ein Fisch inzwischen geschluckt, ja. Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat große Pläne. Amen. Aber er braucht den richtigen Charakter. Schaut euch einmal den Josef an. Da war der Lieblingssohn vom Papa. Und wenn du irgendwo geliebt bist und geschätzt bist und erfolgreich bist, dann hast du Neider und Eifersüchtler. Wer hat das schon entdeckt? Wenn du geliebt bist und erfolgreich bist, hast du Menschen, die dich beneiden und eifersüchtig sind. Und da müsst ihr aufpassen. Weitermachen. Ich habe einen Sohn in meiner Familie und der ist immer der Beste gewesen in der Mittelschule. Kommt er zu mir heulen, sagt er, Mama, was soll ich machen? Die glauben, ich bin so ein Streber. Aber ich versuche sogar schlechte Noten zu schreiben und ich bin immer der Beste. Dann habe ich gesagt, gewöhn dich dran. Gott will, dass du außergewöhnlich bist. Amen. Lass sie denken, was sie denken. Ja. Ich habe von einem italienischen Heiligen, der im Mittelalter gelebt hat, Folgendes gelernt. Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Amen. Das ist mein Motto. Immer wenn Menschen mich, stellt euch vor, in dieser großen Mittelschule, wo ihr die vielen Kinder gesehen habt, da war ein Kind von einem Hexer, das haben wir nicht gewusst, den haben wir sogar die Schulgebühren bezahlt, die hat überall proklamiert, die Mama Maria ist nur so gesegnet, weil sie mit Satan arbeitet. Boah, ich sag, was? Wo kommt denn das her? In Afrika glauben viele Leute, dass Satan den Wohlstand gibt und Gott dich nur arm hält. Der Abraham war ein extrem reicher Mann. Amen. Aber Reichtum darf nicht unser Fundament sein. Wenn Reichtum deine Identität ist, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Amen. Geld ist ein fantastischer Diener, aber ein extrem lausiger Meister. Wenn ihr nichts euch merkt von dem ganzen Abend, außer dieses Statement. Geld ist ein fantastischer Diener, aber ein extrem gefährlicher, lausiger Meister. Der Herr sagt, wir können nicht zwei Herren dienen, Gott und Mammon. Aber er sagt, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Zufallen. Amen. Ich kann euch nicht sagen, die Wunder, ich werde noch ein paar Wunder erzählen. Habe ich wirklich sehr stark vom Herrn gehört, die wichtigste Frage, die jetzt jeder Mensch auf Erden sich stellen muss, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Amen? Das ist nur eine kurze Zeit hier. Wo verbringst du die Ewigkeit? Im Himmel oder in der Hölle? Es gibt nur die zwei Wahlen. Und ich möchte, dass heute da keiner weggeht und noch zweifelt, wo er die Ewigkeit verbringt. Nämlich nicht der Kirchenbesuch macht dich gerecht vor Gott, sondern nur der stellvertretende Tod Jesu Christi für dich. Amen. Und das Wesentlichste, denn das ist ewig, 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 das hört nie auf.
Und diese Entscheidung treffen wir hier auf Erden, indem wir den Herrn Jesus Christus unser Leben übergeben und ihn einladen, unser Herr und Meister zu sein. Amen. Und alles andere ist, wisst ihr, die ganzen Häuser, die ich gebaut habe, die werden alle wie ein Puffer auflösen. Was wichtig ist, was in diesen Häusern geschehen ist, die Transformation von Tausenden von jungen Menschen. Amen. Und mit denen will ich im Himmel sein, aber du brauchst Häuser, um Schulen zu haben, um Kinderheime zu haben, um Krankenhäuser zu haben. Amen. Hört ihr mich? Ich sag's euch, ich möchte, dass keiner hier weggeht und nicht etwas bekommen hat für sein Leben. Gott hat Großes vor mit dir, aber er will dich. Und jetzt sage ich das auf Luganda. In Uganda haben wir 62 Sprachen, aber ich kann nur ein paar Wörter. Chikumi kuchikumi. Das heißt hundertprozentig auf Luganda. Wie möchte Gott dich? Chikumi kuchikumi. Wir grüßen uns im Werk schon so, ja? Wenn ich jemanden treffe, sage ich, Chikumi kuchikumi. Ja, Mama, Chikumi kuchikumi. Das heißt, ich gehöre hundertprozentig Gott. Amen. Gott will dich hundertprozentig. Ohne Wenn und Aber. Ohne Zeitbegrenzung. Gib ihm dein Leben hundertprozentig. Das ist das Allerbeste, was du tun kannst. Und überlass alles ihm. Wisst ihr, ich war 19 und eingeladen bei einer Hochzeit. Und da habe ich mir gedacht, ob das gut läuft, weiß ich nicht. Die haben so nicht richtig zusammengepasst, nach meiner Wahrnehmung. Da habe ich gesagt, Herr, ich will nie heiraten, um verheiratet zu sein. Ich bin bereit, auf den Richtigen zu warten, bis ich 50 bin. Sag, wie bitte? Was habe ich jetzt gebetet? 50, das ist verflixt lang. Ihr Lieben, dann habe ich noch gebetet, Herr, lass mich nie eine Scheidung und nie eine Abtreibung erleben. Und gib mir nie einen Groschen, damals haben wir noch Schillinge gehabt in Österreich, einen Groschen mehr, als ich geistig verkraften kann. Hat er mich fast 10 Jahre am Hungertuch nagen lassen, bis ich erkannt habe, er wird alle meine Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Amen. Ja, mit 30 habe ich das Gebet schon schwer bereut. Und in den Jahren waren 7 Männer, die mich heiraten wollten, darunter auch 2 oder 3 sehr reiche. Dann habe ich jedes Mal gesagt, ich muss Gott fragen. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, ist das deine Wahl? Immer war nein. Dann bin ich zu dem und gesagt, tut mir leid, ich kriege keine Erlaubnis von meinem himmlischen Vater. Vielleicht bin ich nicht die beste Wahl für dich. Der hat vielleicht noch was Besseres für dich, damit er nicht enttäuscht ist, okay? Im Nachhinein bin ich immer drauf gekommen, dass das die beste Entscheidung war. Wenn ich ihre Leben beobachtet habe. Und meine Eltern haben gesagt, du spinnst hochgradig, du müsstest nicht mehr arbeiten, der würde dich auf Händen tragen. Ich habe gesagt, ja, wenn Gott nicht dafür ist, dann kann ich auch nicht dafür sein. Ich habe jedes Mal gefragt. Aber dann mit 47 kam der Mann. Da habe ich viele Prophezeiungen bekommen. Und wisst ihr, mein Vater hat immer gesagt, einen Christen, da gebe ich dir keine Genehmigung zu heiraten. Die wissen ja gar nicht, wie man eine Frau unterstützt und dich leben lässt. Und dann, mein Mann war ein überzeugter Christ, hat er gesagt, ich muss unbedingt deine Eltern fragen. Also erst einmal, es war sehr schnell. Wir haben uns nur 5 Tage gesehen, hat er gesagt, du weißt genau, wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengeführt. Und was soll man da noch lange herumwarten? Wir lernen uns ja sowieso erst in der Ehe kennen. Wann ist denn dein nächstes freies Wochenende? Das war mein Mann. Dann haben wir geschaut. Ich glaube, 2 Monate später war dann ein freies Wochenende für beide. Ich habe gesagt, da heiraten wir. Aber, hat er gesagt, ich will doch deine Eltern fragen. Und da habe ich gewusst, das ist der größte Test, den es gibt. Und dann sind wir gekommen, haben ihn vorgestellt. Dann habe ich gesagt, Papa, dieser Mann, Herbert,
Es hat Gott in mein Leben gebracht und er hat eine Frage an dich. Beim Kaffee und Kuchen essen. Dann hat der Herr gesagt, ja, ich halte um die Hand ihrer Tochter an. Ich möchte sie heiraten. Mein Vater. Eine halbe Stunde war der weg. Wir haben weiter gegessen, aber der war wie verschwunden. Also er ist da gesessen, aber er war weg. Nach einer halben Stunde wacht er wieder auf, sagt er, Sie spinnen genauso wie meine Tochter, Sie passen zusammen. Aber es war ein Segen, Amen. Aber am Hochzeitstag, ihr Lieben, haben wir beide gesagt, ohne den Segen lassen wir die nicht laufen. Dann haben wir uns niedergekniet vor ihnen und gesagt, jetzt wollen wir einen Segen. Dann haben sie beide geweint, das haben wir noch nie gemacht. Dann haben wir gesagt, dann wird höchste Zeit, dass ihr anfangt. Und wir waren ganz ruhig und haben nur gebetet, Herr, gib ihnen die richtigen Worte. Auf einmal legen sie beide Hände auf uns und sagen, wir segnen euch gemeinsam, ohne dass sie es abgesprochen haben. Wir segnen euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mir ist jedes Haar zu Berge gestanden. Das war eine Salbung da. Amen. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, wir müssen manchmal richtig kühn sein. Amen. Wir sollen kühn sein, ins Reich Gottes einzudringen. Es war eine nicht leichte, aber extrem gesegnete Ehe. Jesus war im Zentrum unseres Lebens und wir haben immer nur Reich Gottes gebaut. Und nach 6 Jahren hat Gott ihn heimgeholt mit Krebs. Wir haben mit dem Krebs schon geheiratet, wussten es aber nicht. Magen, der Magenausgang, der Muskel war total verkrebst und die Leber auch schon. Und dann konnte ich mir nicht mehr vorstellen, alleine weiterzuleben. Jetzt habe ich endlich gekostet, wie es ist, mit jemandem, der voll und ganz an deiner Seite ist und du an seiner Seite. Und wo Liebe fließt, wo einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000. Ich war so glücklich in der Ehe. Und das baldig, wir haben 40 Tage gefastet miteinander. Nichts hat sich geändert. Und ich habe immer gebetet, und der Herr hat immer nur gesagt, meine Gnade genügt, Maria, entspanne dich, meine Gnade genügt. Und dann war es so weit, dass er wusste, sagt, Maria, jetzt kommt das Endstadium. Sage ich, nein, ich sterbe mit dir. Nein, hat er gesagt, mit dir ist Gott noch nicht fertig. Mit mir ist er fertig. Aber du schaust auf Jesus, der gibt dir starke Männer und Frauen und du machst weiter. Pfeifen hätte können auf die großartigen Pläne. Sterben wollte ich. Wenn ich ihn im Himmel sehen werde, wird es das Erste sein, dass er sagt, habe ich recht gehabt? Mit Afrika ist alles erst nachher entstanden. Das ist die reichste Gotteserfahrung meines Lebens. Amen. Amen. Wisst ihr, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Ein Jahr nach dem Tod musste ich mich jeden Tag vorher entscheiden, vorm Aufstehen. Ich entscheide mich fürs Leben und für den Segen. Wäre lieber gestorben. Nach einem Jahr hat es meine Seele kapiert. Und ich bin losmarschiert. Mit Jesus und in Jesus und durch Jesus. Amen. Er hat die besten Pläne für dich, die allerbesten. Und er sagt mir dauernd jetzt, das Beste liegt noch vor mir. Bin gespannt, was das ist. Amen. Ihr Lieben, denkt an den Josef. Der war der geliebte Sohn des Vaters. Alle waren sie eifersüchtig, die Geschwister. Wie das wehtun muss. Verkaufen wollten sie ihn in die Sklaverei. Zuerst wollten sie ihn töten. Töten und dann haben sie ihn verkauft in die Sklaverei. Muss man sich vorstellen, von den eigenen Geschwistern in die Sklaverei verkauft zu werden und dann der Vater kriegt nur, da haben sie nur ein Schaf geschlachtet und ein Teil von einem Kleid in Blut getaucht, das haben sie dem Vater gebracht und er hat immer geglaubt, die Tiere haben ihn gefressen. Und er kam nach Ägypten. Und in Ägypten, ihr Lieben, wurde er gekauft als Sklave für den Pharao. Und er war ein treuer Sklave. Was immer er gemacht hat, hat er 100%ig gemacht.
mit voller Freude, mit voller Hingabe. Und die Frau von diesem Pharao, oder was der Verwalter von Pharao, auf jeden Fall ein hoher Beamter, die wollte unbedingt mit dem gut aussehenden, frischen Kerl schlafen. Der hat sich gewehrt. Und einmal, wie sie ganz frech wurde, hat sie ihm den Mantel entrissen und hat ihrem Mann gezeigt, der Junge, den du da gebracht hast aus unseren Gehilfen, der wollte mich vergewaltigen. Und der Vater hat was gemacht. Er hat ihn ins Gefängnis, also der Mann hat was gemacht, er hat ihn ins Gefängnis geworfen. Amen. Es war im Gefängnis. Hat er es verdient, ins Gefängnis zu kommen? Nein. Er hat das Richtige gemacht. Und es war im Gefängnis und hat im Gefängnis gedient. Und der Gefängniswärter hat gleich einmal gespürt, auf dem Knaben ist die Gegenwart Gottes. Und er hat ihm die ganzen Kerker übergeben zur Aufsicht. Und dann haben zwei einen Traum gehabt. Und er hat den gedeutet und hat gesagt, und wenn ihr hinauskommt, weil beide sind hinausgekommen, dann bitte erinnert euch an mich. Ja, die sind hinausgegangen und haben ihn vergessen. Er ist weiterhin gewesen. Ihr könnt die Geschichte lesen. Das war die Schulung des Heiligen Geistes. Ich garantiere euch, in der Schulung, wo Gott dich von einem egoistischen, selbstbezogenen Menschen zu einem total an Gott hingewandten Menschen, ihm zur Verfügung stehend, machen kann, das sind Prozesse, die wünscht man seinem Todfeind nicht. Amen. Nicht aufgeben, ihr Lieben. Nicht aufgeben. Denn Gott hat Großes vor mit euch. Und wir wissen, dass letztendlich dann, wisst ihr, er wurde dann, der Pharao hat dann Träume gehabt, die er dann ausgelegt und die haben sich erfüllt. Er wurde dann zur rechten Hand des Regierenden von Ägypten. Und er muss sehr gelitten haben, dass er von seiner Familie getrennt ist. Und dann kamen sie. Und das war jetzt ein großer Test. Wird er ihnen helfen oder lässt er sie fallen? Er hat ihnen geholfen. Und er hat sogar, das müsst ihr lesen, die Geschichte, wunderbar, wunderbar. Also der Josef ist durch so viele Prüfungen gegangen. So viele, das hat sie alle bestanden mit Bravour. Amen. In der Schule bekommen wir Prüfungen, um uns zu quälen? Ha? Nein. Sondern uns zu zeigen, wo wir sind. Wisst ihr, da war ein kleiner Junge in Afrika, der ist jeden Tag von der ersten Klasse nach Hause gekommen. Papa, der Lehrer segiert mich. Der quält mich. Der Vater nach einiger Zeit gedacht, das muss ich mal anschauen. Geht er in die Schule und sagt zum Lehrer, darf ich einmal heute einen Vormittag hinten, ganz hinten zuschauen? Sagt er, ja gerne. Kommt rechnen dran. Erste Klasse, ja. Dann hat der Lehrer alles erklärt. Dann sagt er, okay, ihr Kinder, wie viel ist 2 und 1? Johnny, sag mir das, der hat es gesagt. Wie viel ist 3 und 2? Wieder einen gefragt, alles gewusst. Dann fragt er den, der sich beklagt hat, dass der Lehrer ihn quält. Sagt er, Benjamin, wie viel ist 3 und 1? Papa, jetzt quält er mich schon wieder. War die Antwort von dem Kind. Wenn wir durch Prüfungen gehen, ist das nicht für uns eine Strafe, sondern es zeigt uns, wo stehen wir. Amen. Wie wir es richtig meistern? Und wenn wir die Prüfung halt, wenn wir durchfallen, ihr Lieben, in der Universität des Heiligen Geistes kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Dann gibt uns halt Gott noch eine Chance und noch eine Chance. Und wenn dann dein Charakter mit deiner Berufung, mit deinem Charisma, mit deinem gottgegebenen Plan übereinstimmt, dann schießt er dich los. Und dann geht die Post ab. Amen. Halleluja. Jetzt wollte ich fragen, wer von euch möchte heute bedingungslos, ohne Wenn und Aber, sein Leben Gott übergeben? Dann sollt ihr mal aufstehen, mit denen möchte ich beten. Steht auf.
Amen. Ihr Lieben, Paraguay wird nie mehr dasselbe sein. Und ihr seid viel mehr Potenzial, als Jesus hatte, der 12 gehabt. Und hier sind einige hundert. Ihr habt heute eine Entscheidung getroffen mit eurem Aufstehen, euch Gott zur Verfügung zu stellen. Amen. Und jetzt habt keine Angst. Ihr dient einem sehr liebevollen Vater, der alle deine Wunden heilen will, der dich freisetzen will von allem, was dich bisher gehemmt hat, allem Misstrauen, allen falschen Erwartungen. Er will dich freisetzen. Dann betet mit mir. Vater im Himmel, bitte mit etwas mehr Glauben. Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Und dass ich in deinen Augen wunderbar bin. Dass ich in deinen Augen ein herrliches, einmaliges Geschöpf Gottes bin. Und ich danke dir, Vater, dass ich in dieser Zeit auf dieser Welt leben darf. Und dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Eine Aufgabe, die genau für mich passt. Und ich danke dir, Vater, dass du in erster Linie Jesus Christus gesandt hast, um für mich zu sterben, damit ich leben kann. Danke, Heiliger Geist, dass du mich überführt hast, dass ich Jesus brauche. Und Herr Jesus, ich öffne dir heute mein ganzes Leben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und lade dich ein, mit mir zu leben, in mir zu leben, durch mich zu leben. Danke, Herr Jesus, dass du eine wunderbare Berufung für mein Leben hast, die weit mein Vorstellungsvermögen übersteigt. Aber du weißt genau, was du mit mir vorhast. Und ich erlaube dir jetzt, meinen Charakter mit dieser Berufung kompatibel zu machen. Dass mein Charakter mit der Berufung übereinstimmt. Ich erlaube dir, Vater, mit mir zu machen, was du willst. Wie du willst. Wo du willst, wann du willst, kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Frieden und Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und du weißt, Herr, wo ich noch Heilung brauche. Wo ich noch Freisetzung brauche, Offenbarung deiner Liebe. Öffne mir die Augen und Ohren meines Herzens, damit ich die Weite, Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe erkenne und annehme. Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein. Und das wird immer so sein. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du alle Veränderungen, die bei mir noch notwendig ist, in der kürzestmöglichen Zeit machst und mit dem geringsten Aufwand an Schmerz. Danke, Vater. Ich werde alle Ehre immer dir geben. Aber ich behalte die Freude. Schenk mir Augen und Ohren des Herzens, die mich täglich neu erkennen lassen, wer ich bin in dir.
denn das ist meine eigene, das ist meine Identität. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin gerecht. Ich gehöre dem Herrn und bin ein Geist mit ihm. Ich bin teuer erkauft. Ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Glied an Christi Leib. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin als Kind Gottes adoptiert. Ich habe direkten Zugang zu Gott durch den Heiligen Geist. Ich bin Gottes Hausgenosse. Ich bin Mitbürger der Heiligen. Ich kann zu Gott ohne Furcht und voller Zuversicht kommen. Ich habe Erlösung und Vergebung der Sünden. Ich bin vollkommen in Christus. Ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Rebe am wahren Weinstock. Ich bin ein Kanal seiner Liebe. Ich bin ein persönlicher Zeuge Jesu Christi. Ich bin ein Tempel Gottes. Ich bin ein Diener der Versöhnung Gottes. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich bin ein Heiliger oder eine Heilige. Ich bin auferweckt mit Christus im Himmel eingesetzt. Ich bin Gottes Werk. Ich bin ein Bürger des Himmels. In Christus bin ich sicher. Ich weiß, dass alle Dinge zu meinem Besten zu dienen werden. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Ich bin frei von aller Beschuldigung. Ich bin von Gott festgemacht, gesalbt und versiegelt. Ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich bin vom Reich der Dunkelheit befreit und ins Reich Christi versetzt worden. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich finde Barmherzigkeit und Gnade, wenn ich Hilfe nötig habe. Das Böse kann mich nicht antasten. Ich habe nicht den Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und keiner Waffe, die gegen mich gerichtet wird, wird es gelingen, mir zu schaden. Und Jesus, der das gute Werk in mir begonnen hat, wird es in der kürzesten möglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand an Schmerz vollenden. Danke, Herr Jesus, dass du mit mir bist, in mir lebst und durch mich lebst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Jetzt muss ich euch noch etwas vorlesen. Wisst ihr, wir sollen alle Jünger Jesu werden, ja? Amen. Wie wird ein Jünger erkannt? Ein Jünger wird erkannt, dass er immer jünger wird. Auf diese Verheißung stelle ich mich. Ein Jünger wird erkannt, dass er immer wem ähnlicher wird? Dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und da möchte ich euch jetzt von... Wisst ihr, ich bin sehr beeinflusst worden in meinem Leben durch Menschen aus Asien. Denn die haben so eine Verbindung. Die haben so... Warte mal, wo ist jetzt das gleich? Da. Also erstens einmal möchte ich gerne euch vorlesen, ihr sollt alle Sorgen was auf Gott werfen. Amen. Und es war mir so schwer, meine Sorgen loszuwerden. Und dann habe ich einen Korb und in den Korb werfe ich alle meine Gebetsanliegen, meine Erwartungen, meine Wünsche, alles. Und da habe ich einen Zettel dabei, da steht drauf, ich bin es Gott.
Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern, aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuche erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen, sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die ETJ-Box. Ein etwas, das Jesus erledigt, Box. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit, nicht daran, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem dann einmal in die Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es wieder herauszunehmen. Jedes Festhalten und jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, komme bitte dennoch zuerst im Gebet zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleibe ruhig, mein Kind, wenn du mich brauchst, mit einem Gebet erreichst du mich jederzeit. Ich habe einen großen Tisch in meinem Schlafzimmer, das ist mein Gebetsaltar. Und da habe ich, wenn ich zu Hause bin, also der Korb ist immer dort mit allen meinen Gebetsanliegen. Wenn ich in der Nacht aufwache und es macht mir was Sorgen, schreibe ich es auf und wirf es da hinein. Leider, wenn ich unterwegs bin, fällt mir das schwer, weil da habe ich immer eine Kerze brennen. Nicht, dass ich an Kerzen glaube, sondern jedes Mal, wenn ich da hineingehe, sage ich, das Licht ist stärker wie die Dunkelheit. Das Licht wird hier den Sieg vollbringen. Amen. Und jetzt möchte ich euch noch was vorlesen von einem gewissen Hudson Taylor, der ein unwahrscheinlicher Mann Gottes war und in ein Ding gelebt hat in China. Und diese Menschen haben sehr viel Tiefsinn. Und der hat geschrieben, dass uns Gott eine neue Identität gibt, dass Christus in uns leben will und durch uns leben will. Und wir nicht mehr aus unserer Kraft heraus leben, sondern aus seiner Kraft. Amen. Und da schreibt er Folgendes. Wie soll ein Christ Frucht bringen? Übrigens, was ist die Frucht eines Christen? Liebe? Bitte? Laut. Liebe, Freude, Frieden ist die Frucht des Heiligen Geistes. Was ist die Frucht eines Mangobaumes? Eine Frucht eines Bananenbaumes? Die Frucht eines Papaya-Baumes? Die Frucht eines Christen? Christen! Ihr sollt Jesus, Menschen zu Jesus führen. Amen. Zu Jüngern machen. Amen. Bin gleich fertig. Nein, ich hab's wirklich gleich. Nein, das ist das Letzte. Aber das möchte ich nur sagen. Ja, und die wollen noch ein schönes Abenteuer. Ein Abenteuer mit den Reinigern, das du erlebt hast. Ach, da sitzen sie morgen noch da. Okay. Also, wie soll ein Christ Frucht bringen?